Gude und herzlich willkommen zurück hier im Landwirtschaftssimulator 22 in unserem Projekt Farm and Travel und endlich wieder auf der Galgenberg. Lang, lang ist her und ja, wir sind immer noch im September. Wir machen mal die Zeit wieder auf 1. Und stehen vor einem Class Jaguar 695 Mega. Wir werden jetzt Mais häckseln. Und dazu kriegen wir auch Hilfe. Ich musste ihn jetzt nur schnell beim Händler abholen. Ist gemietet. Und ja, warum gab es jetzt so lange keine Folge mehr? Och. Von der Galgenberg. Also, hat 3 Gründe. Erstens, ich war krank, wie ihr in der letzten Folge gehört habt. Zweitens, ich hatte eine Baustelle vor der Tür und konnte nicht aufnehmen, weil das ganze Haus vibriert hat. Und drittens kam die Land of Italy raus, die ich vorbereiten musste und auch schon gebracht habe. Und da geht es dann nächste Woche weiter drauf. Ja, das sind die Gründe. Hat sich alles ein bisschen gezogen. Nichtsdestotrotz habe ich Bock. Ich habe neue Ideen. Und wir werden hier weitermachen. Auf jeden Fall. Ja, Fritz ist immer noch in der Karibik. Den haben wir jetzt vom Händler. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Yogi. Der Yogi hat ihn uns zur Verfügung gestellt. Wir zahlen Miete. Dadurch, dass das Gerät so alt ist, natürlich nicht so viel. Jetzt habe ich nochmal hier die Warnleuchte an. Und wir werden jetzt schön Mais-Silage machen, um unsere Kühe zu füttern. Da Futter herzustellen. Da nehme ich euch mit. Ja, und dann schauen wir mal. Ich bin ja heute eh nicht fertig. Wir haben einen Schlag. Wir machen jetzt erstmal unseren Schlag. Und dann machen wir den Schlag vom Fritz, also unseren neuen Schlag. Im November haben wir noch irgendwo, glaube ich, Sonnenblumen. Also ich habe auch ein bisschen den Überblick verloren jetzt mit den ganzen Ländereien, die wir durch einen Fritz bekommen haben. Ansonsten an der Stelle vielen Dank für die Daumen nach oben. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, das Premium DLC ist draußen. Ich habe auch den Ersatz für den Mercedes. Hier geht's rein. Habe ich uns geholt aus dem Premium DLC. Und den zeige ich euch dann gleich mal, wenn wir die erste Runde hier reingemacht haben. So, ja, jetzt mal kurz Konzentration. Wir klappen auf. So richtig ausgeklappt. Tut er nicht. Dann klappt doch mal aus. Warum klappt der dann vorne nicht aus? Bin ich jetzt irgendwie falsch? Erntevorsatz ausklappen. Ah, Moment. Okay. Warum triggere ich denn hier das Schirmer? Das ist doch Quatsch. Jetzt da. Oder braucht er auch noch eine Zapfwelle? Nee, ne? Nee. So. Dann sollte das jetzt auch funktionieren. Sehr gut. Rohr. Müssen wir ausklappen. Haben wir hier irgendwo Spiegel? Ah, ne, wir können schon gucken. Der Turm hat sich schon ausgerichtet. So, dann werden wir die Kisten mal anschmeißen. Ach so. Und dann werden wir mal... Ein 6-Reiher ist es. Gucken, ob der auch... Nee, okay, gut. Siliermittel haben wir aber drin. So, das bedeutet, wir machen den hier. Kein Kurs.
4,40 Meter. Machen wir. Ich brauche schon vier Vorgewände. Wir starten auf dem Vorgewände, machen weich. 10% Überlappung. Ich hätte gern 80 cm Überlappung. So, dann generieren bitte. Da haben wir einiges zu tun. Und dann gucken, was er macht. Sollte funktionieren. Wir hüpfen hier in den Kollegen. Mach mal weg. Da switchen wir rein. Ist die Kiste an? Ja. Dann. Warum startet er nicht? Kann er nicht so weit werfen, ha? Ja. Ach so. Was machst du denn? What are you doing? Yogi? Aber ein bisschen Startprobleme. Was machst du? Ach so, okay, warte. Warum auch immer. So, ist natürlich alles super eng. Das ist natürlich wieder perfekt. Nee, da will ich nicht rein. Ich will hier rein, weil wir kurz noch mal drehen müssen, ne? So. Dann wieder weg. Danke. So. Langt immer noch nicht. So, dann. Jetzt hat er es auch unten. Jetzt steigen wir aus. So, und dann schmeiß. Komm, Schnucki. Was ist dein Problem? Ja, er kann nicht so weit werfen, ne? Ja. Aber das geht ordentlich. Ja, da muss ich jetzt rüberfahren. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Fahr, fahr, fahr. Mach keinen Quatsch. Ich sag's dir. Mach keinen Quatsch. Du willst wirklich? Ich muss wirklich so weit neben dran fahren, krass. Versuchen wir es mal mit 9 km/h. Ja, das ist natürlich eine Einstellung, die mir nicht passt. Ich muss es in der Außenperspektive machen, anders geht es nicht. So, jetzt rennt er weg. Gar nicht so einfach. Jetzt bleibt er wieder stehen und die Kamera. Oh. Ist jetzt interessant. Müsste ich eigentlich wieder ein bisschen Tempo rausnehmen. Gar nicht so einfach. Durchs Buschwerk hier. Mit dem Valtra.
Vor allem habe ich ja noch einen hinten dran. Ich habe den Loma da noch hinten dran. Uiuiui. Da müssen wir dann mal echt gucken. Oh ne, hier ist ein Zaun. Warum ist denn da ein Zaun? Ja, das geht ja jetzt nicht. Perfekt. Stehen bleiben. Hallo, hallo, hallo. Achso. Muss Keep Speed rausmachen. Ne? Was macht man jetzt? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. So, dann müssen wir den wieder entlassen. Dann hängen wir. Mal gucken, ob das geht, ja. Dann soll der nämlich schon mal weiterfahren. Und zwar am nächsten. Da ist er mal ein bisschen beschäftigt. Und wir fahren außenrum hinterher. Gar nicht so einfach hier alles. War? Ein Bachlauf. Ich fahre mal auf dem Feld lang. Machen wir schön langsam. Macht er doch gut jetzt, oder? Ich glaube, das Anhäckseln. Ich bin ja kein Profi, ne? Anhäckseln ist doch gut gelaufen. Macht gut Meter. Schauen, ob wir einmal außen rum kommen. Schöner Spätsommerabend. Oh, da ging die erste Miete weg. Moment, hier passt was nicht. Achso, und der Helfer kostet ja auch Geld. Natürlich. Ob wir das uns leisten können? Ich weiß es nicht. Im Zweifel machen wir den zweiten Schlag selbst mit ab und anhängen. So, jetzt sind wir einmal außen rum. Scheint, ja, der müsste gleich voll sein. Ah, dann können wir schon mal nebenher fahren. Ah, ich bin auch gleich voll.
hat ganz schön Zucht drauf, der Kollege. Hat ganz schön Zucht drauf. So, jetzt kommt gleich das ganze Gespann hier zum... Achso, wir haben ja mit überladen, ne? Oh, dann ist der andere ja übelst überladen. So. Paul, bleib stehen. Genau, danke. 130%, perfekt. Scheiße. Oh. Was ist los? Was ist los? So, wir müssen jetzt einen Stück zurückfahren, richtig? Kriegen wir das? Oh, mit Drehschemel. So, dann hüpfen wir raus. Machen Schleibischer ab. Zack. Und den ordnen wir hier wieder ein. Oh je. Oh je. Jetzt wird's gleich lustig für euch. Dieses Keep Speed aus. Na, da müssen wir mal an die Deichsel. Ah, die Deichsel können wir ja drehen, oder? Also. Das schaffe ich. Hau ruck. Ja, danke. Warum willst du mir die jetzt nicht verbinden? Kannst du mir das mal verraten? Hallo? Danke. Muss man nicht verstehen? So, wie rum fahren wir denn? Wir müssen hier vorne drehen oder wir fahren hier links zurück. Da ist nämlich ein Feldweg. Schauen, wo da... Hier geht's zurück, genau. Und dann schauen wir mal, ne? War ein... Häckseln mit Hindernis. Wir fahren jetzt auch nicht so schnell, weil ich bin ja overloaded. Aber 50.000 Liter Maissilage und wir haben gerade mal 1,5 Vorgewände. I like. War das Mikrofon im Weg? So, da vorne ist die Feldausfahrt. So, holen wir mal schön aus. Zack, hier kommt keiner. Hier kommt auch keiner. Zu Kamba, ja. Ah, Warnbeleuchtung an hier. So, und wir fahren es. Boah, hoffentlich. Ich habe den Hof nicht aufgeräumt. Hoffentlich kommen wir durch. Wir fahren hinten zu den Durchfahrsilos. Müssen wir auch wieder langsam machen.
So, den Miststreuer können wir ja verkaufen. Da holen wir einen Fritz ein. Runter. Oh, der Johnny läuft noch. Das sind die Quarkquarks, das sind unsere Kartoffeln. Dann suchen wir uns ein Silo raus. Wir nehmen einfach... Wir fahren nicht in das hier. Da steht die Silo-Walze. Oh, da steht der Anhänger vorne dran, oder was? Och, Kinders. Hier hast du ja immer was am Start. So. Dann müssen wir das noch schnell wegräumen. Und zwar mit beim neuen Gefährt hier. Ich find's richtig cool. Aus dem... Ja, genau. Perfekt. Aus dem Premium Add-on. Ach, das macht Bock. Mit einer kleinen Laderampe hinten dran. Kann 83 pezen. Was brauchst du mehr? Kommen wir da durch? Weiß ich nicht. Hoffentlich können wir den auch so dranhängen, ne? Achso, ich sehe gar nichts. I can see anything. So. Dann steigen wir mal aus. Ich würde gerne hier durch. Oh. Kriegen wir das schon hin? Nee. Passt nicht, ne? War klar. Aber habt das auf jeden Fall mal gesehen hier. Oh, 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 oh. Man sollte halt nicht mit Tastatur fahren, wenn man das Lenkrad noch dran hat. So. Den stellen wir aber mal hier auf Seite. Machen den aus. Und wir haben Kraft. Heute ist sehr gut gefrühstückt. So. Ist ja auch nichts drauf. Ne? Ich weiß zwar nicht, warum ich den da hingestellt habe. Aber gut, wir laden jetzt auf jeden Fall noch gemeinsam ab. Kommen wir jetzt da rein. Gut. Und ich würde sagen, wir machen das heute auch ein bisschen anders. Bleib's mal stehen. Sind wir alle drauf? Genau. Dann, den habe ich kontrolliert. Weiß jetzt nicht, welche Abladeseite. Naja, gut. Also. Perfekt. Sehr schön. Oh, wir schütten es raus. Gut. Gut, gut, gut. Okay, hinten ist auch zu. Und dann würde ich sagen, war es das auch wieder für heute. Ich glaube, ich häcksel das jetzt noch offside fertig. Und, oh, das ist ja auch ein schönes Bild, hä? Thumbnail vielleicht? Thumbnail? Ja. Häcksel das noch fertig. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder im Format Farm and Travel auf dem Kanal, hier im Büro Nummer 16. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar da und ein Abo, dann verpasst ihr nichts mehr auf diesem Kanal.
würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, lasst es euch gut gehen. Tschüss.